Abschnitt 6 von Werde, die du bist, von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich hatte wieder eine Vision. Ich sah einen langen Zug von Schwänen über das Wasser gleiten. Ihr weißes Gefieder glühte in rosigem Abendlicht. Und die Schwäne sangen ihr Schwanenlied, so todestraurig, so herzzerfließend, dass von ihrem Singen sich's unten auf dem Grund des Meeres rührte. All die zarten, bunten Seesterne und die silberschimmernden Fische sah ich unter der Oberfläche des Wassers durcheinander gleiten, und mitten unter ihnen tauchte ein Kopf auf, der Kopf einer Toten, einer Ertrunkenen. Grauenhaft, Schilf in dem weißen, triefenden Haar, in den leeren Augenhöhlen, phosphoreszierendes Licht. Und schaudernd sah ich der Kopf, mein Kopf. Aber nein, das war ja der Kopf, der auf der Bildsäule in dem verwitterten Gärtchen fehlte. Auch mein Kopf. Ich halte ihn mit beiden Händen fest, fest. Und nun wusste ich es mit einem Mal. Ja, lange schon, lange habe ich Selbstmordgedanken. Das Meer zieht mich hinab, der nordische Wind hat meine Nerven zu hoch gespannt, gespannt zum Zerreißen. Fort muß ich, dahin, wo milde Lüfte wehen, wo Sonne ist und der Wind an Palmen rührt. Italien. 8 Tage später. In Florenz. Hier bleibe ich nicht lange, kein Ort für mich. Blumen und Gesang und Heiterkeit und Grazie. Ein Land für die Jugend. Abseits stehe ich da. Und doch, wenn ich zu dem herrlichen Platz von San Michele und der Kirche von San Miniato hinaufsteige, ich tue es fast täglich, und von Sonne und Schönheit durchglüht bin, dann kommt mir zuweilen der Gedanke, als könnte ich doch noch in der Welt einen Platz ausfüllen, vielleicht in einem Kloster Kinder erziehen. Bin ich aber eine Stunde später wieder in meinem Zimmer, so ist das Feuer erloschen. Es war ja nur ein Reflex der Sonne von Florenz. Ich falle kraftlos zusammen. Ich sah ein Mädchen, das aus einem Marmorbassin Wasser schöpfte. Sie trug eine rote Bluse und einen hellen Rock. Von höchster Anmut war es, wie sie auf den Fußspitzen stehend, den Oberkörper hinten übergeneigt, den hellen Wasserstrahl in einem kupfernen Gefäß auffing. Das schwarze Haar hing ihr wirr über die Stirn, die dunklen Augen lachten, blühendes Leben, blühender Leib. Woran erinnerte mich nur das Mädchen? Ich trat zu ihr heran. Unwillkürlich fiel mein Blick auf den Wasserspiegel, und ich sah ihr Bild neben dem meinen. Still schlich ich von dannen. Ich weiß nicht, wieso ich mit einem Mal an meinen 16. Geburtstag zurückdenken musste. Ich trug an dem Tage ein weißes Kleid und im Haar eine Georgine. Eduard wollte kommen. Ich war vor den Spiegel getreten, aber nur um die Blume zu befestigen, an mein Aussehen dachte ich nicht. Und nun, nach 40 Jahren, tauchte dieses Spiegelbild aus meinem Gedächtnis auf. Ein Gesicht mit strahlenden dunklen Augen, einer schweren schwarzen Flechte und blühend rosigen Farben. Ja, jenem Mädchen vom Bassin war ich ähnlich gewesen. Eine bittere Wehmut feuchtete mir die Augen, weil ich nicht gewusst habe, dass ich schön und jung war. Ich wollte gleich wieder fort von Florenz, und nun kann ich mich nicht losreißen. Der herrliche Garten des Palazzo Pitti, der Boboli-Garten, hat es mir angetan. Und dieser Palast, Jahrhunderte steht er wie ein Fels in der Brandung der Zeit, und seit Jahrhunderten rauscht der Wind durch seine immergrünen Eichen. Stein und Baum, ich beneide sie. Sein, sein, nur nicht nicht sein. Dass ich so viel Wesens um mich mache, was liegt an dem Einzelnen? Aber die Gattung vergeht doch so gut wie der Einzelne. Es dauert nur etwas länger. Die Erde wird erkalten und nie mehr werden Menschen auf ihr wandeln.
Welcher Zeitraum ist der Rede wert, wenn man ihn an Ewigkeiten misst? So habe ich recht, um mich zu weinen, dass ich nun zu spät erwacht bin, da es zur Neige geht. Das Unrecht, das man mir getan, man hat es allen getan. Was in mir erlöst sein will, zugleich will es andere erlösen. Hindert ihr den Baum am Wachstum, ihr tötet auch die Früchte. Ihr tötet die Schatten, die andere erquickt hätten. Oft zähle ich in rasender Angst die Minuten. Wie wenige bleiben mir noch? Dann stirbt Agnes Schmidt. Aber ich auch? Ein vegetierendes Naturdasein ohne Intelligenz, ob das nicht wirklich das beste Glück ist? Ein Bursche ist in dem Hause, wo ich wohne, kaum 18 Jahre alt. Er sitzt so den ganzen Tag draußen auf den Stufen der Treppe und singt, singt wie ein Vogel in den Zweigen, immer dasselbe, dieselbe Melodie, bald in trauriger, bald in lustiger Weise. Ich sehe ihn nie betrübt oder verstimmt, immer nur mit dem Ausdruck glücklicher Heiterkeit. Und der Grund? Ein paar Gran weniger Gehirn als andere Menschen. Ist nicht in der Tat der Wahnsinn vielmehr ein Stück lauterer Natur als unser abgerichteter Verstand? Der Wahnsinn lässt Eindrücke und Vorstellungen auf sich wirken, wie die Sonne auf die Pflanze wirkt, wie der Sturm auf das Meer, ohne Kritik, ohne Abwehr. Ich bin gern auf Kirchhöfen. Unsere Gedanken ähneln da den Gedanken, die wir haben, wenn wir krank sind. Alles Richtige schwindet. Wir werden hellsichtig. Ich liebe es, auf das zu horchen, was die Toten reden. Auf dem Kirchhof von San Miniato aber, da bleiben sie stumm unter ihren hässlichen Gräbern. Gräbern, die an Rumpelkammern erinnern. Kleine rohe Gitter mit Metallringen für Blumentöpfe schließen die Grabstätten ein. In den Blumentöpfen dürftige, verstaubte, künstliche Blumen. Schwarze oder weiße. An den Gittern hängen Kränze oder sie liegen auf den Gräbern. Kränze von hässlichen Perlen oder Strohblumen. Kleine, törichte Sächelchen stehen umher, Wäschen, Laternen, allerhand kindischer Trödel. Und all das angesichts der herrlichen Apenninenkette unter dem weiten Horizont, der Abend für Abend in purpurnem Violett eine feierliche Glorie niederstrahlt, angesichts der edelschönen Kirche mit den dunklen Zypressen. Wie einfach und natürlich wäre es, nur ein grüner Hügel, auf den die Sonne von Florenz scheint. Auf den Hügel, ja, aber nicht bis zu den Toten käme sie. Wir suchen doch im Leben immer die Höhe, und nun, da unten, so tief unten, kommt Gott zu uns herab? Wir müssen doch zu ihm hinauf. Ich will nicht begraben sein, verbrannt, in Flammen. Sie werden mich ja doch nicht verbrennen. Ich will auf meinem Grabe keine Blumen, keinen Stein, keinen Baum, nichts. Es ist so eine kindisch-abergläubische Regung, als würden die Gestorbenen wissen, dass man die Blumen auf ihrem Hügel verwelken lässt, dass man ihnen am Sterbetag keinen Kranz bringt. Wir meinen, dass wir noch nicht völlig tot sind, solange noch ein Lebender unserer denkt. Der Boboli-Garten, vielleicht der schönste Garten der Erde, ist ganz aus grünen Mauern gebildet. Lorbeerbäume, Zypressen, immergrüne Eichen. Auf einem hügeligen Terrain steht er. Man steigt darin auf und ab. Weltabgeschieden wandelt man zwischen diesen luftigen, Wohlgeruch ausströmenden Mauern den tiefblauen Himmel über sich. Hier und da münden sie auf einen freien Platz, von dem man hinübersieht in die Berge, hinab in das Häusermeer der Stadt. Im Schoß der Berge Dörfer und Städte, einzelne Gehöfte bis hoch in die Berge hinauf. Im Abendlicht erglänzen sie wie funkelnde Edelsteine auf flammendem Schleier. Das Atmen hier ist eine Lust. Der Herbstduft der Bäume vermischt sich mit dem frischen Atem, der vom Gebirge kommt. Eigenartig in dem Garten ist auch das Ineinander von Kunst und Natur. Überall Bildwerke, meist von Marmor, einige von Sandstein. Sie stehen in Nischen und auf freien Plätzen,
sie tauchen empor aus Wasserspiegeln, sie winken und locken aus grünen Verstecken, sie heben sich frei vom Äther der Luft ab. Von einem der Plateaus abwärts zu einem Wasserspiegel, aus dem die Göttergestalt des Neptun ragt, führt eine breite, stolze Allee hochragender immergrüner Bäume. Die Bäume stehen da wie Pfeiler. Bildsäulen lehnen daran, Götter und Göttinnen, freudig und bewegt, in lieblicher Erhabenheit. Eine Allee, als führe sie zum Parnass oder zu einem Gefilde der Seligen. Gegen den Ausgang dieser Götterstraße zweigen sich von beiden Seiten Alleen ab, wie ich ähnlich nie gesehen. Breite, aber niedrige grüne Bogengänge, die Wipfel der immergrünen Eichen, eng verschlungen, so dicht, dass nur golden dämmernd die Sonnenstrahlen hineinhuschen. Das grüne Dach, eine Wölbung von reinster architektonischer Form, die Stämme, die es tragen, fantastische Säulen, Tempelhallen, Loggien Gottes. An dem einen Ende dieser Tempelhallen ruht in einem Siegeswagen eine marmorne Göttin. Ihr schimmernd weißer Leib lockt. Ich ging, wohin sie lockte, und kam zu einer der schönsten Stellen des Parkes, zu einer ziemlich steil abfallenden Allee. Da sitze ich nun träumend, oft stundenlang von Lorbeerwänden eingeschlossen. Am Fuß der Allee ein Rasenplatz mit einem Rest alten Gemäuers. Jenseits des Rasens erhebt sich das Terrain wieder sanft mit Gruppen von Laubbäumen im Herbstschmuck von sinnverwirrender Schönheit. Das dunkle, herbe Grün der Eichen- und Lorbeerbäume erscheint nur als Folie dieser traumhaften, unaussprechlichen Farbenzärtlichkeit. Lauterste Goldtöne, die ins Grünliche, Gelbliche und Rötliche bis ins flammende Rot spielen und allmählich sanft ineinander fließen. Ein Farbenbild, das aus Licht, Liebe, Duft und Traum gewoben scheint, ein Bild von zartester und bezauberndster Genialität, von kosendem, sphärenhaftem Liebreiz. Ein Regenbogen, der sich einmal darüber spannte, erschien hart daneben. Lautlose Stille, nur ab und zu ein leiser Windhauch, als käme er aus geheimnisvoller Höhe und brächte selige Botschaft. Selbst das Läuten der Glocken von unten erscheint zu profan für den olympischen Charakter des Gartens. Ich hörte einmal, wie jemand im Park sagte, »Nichts als Bäume, das ist doch kein Garten, das ist ein verschnittener, missglückter Wald. Wo bleiben die Blumen?« »Das ist wahr, der Boboli-Garten hat keine Blumen.« Und das ist seine Eigentümlichkeit, nur Baum und Stein. Er braucht auch keine Blumen, er darf keine Blumen haben. Sie gehören nicht hinein. Blumen sind ein Bild der Vergänglichkeit, sie welken über Nacht, wie die Menschen auch. Darum passen auch Menschen nicht in diesen Garten, der etwas Unvergängliches hat, wie für die Ewigkeit geschaffen. Vor Jahrhunderten war er gerade wie jetzt. Und nach 100 Jahren wird er noch immer so sein. Ernst, groß, klassisch, einsam. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Eva K. Abschnitt 7 von Werde, die du bist, von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heute schreibe ich im Garten selbst. Die Rosenglut des Himmels zittert auf dem Wasserspiegel des Teiches, und Neptun und all die anderen Göttergestalten blühen aus dem rosigen Äther hervor. Hier begreife ich, dass die Schönheit an und für sich ein Gegenstand der Anbetung sein kann, und dass jene Barbaren, die zur Sonne beteten, recht hatten. Unter Zypressen klagen wir anders als unter blühenden Linden. Keine Seufzer, kein Schrei wie am Meer. Die dunkle Zypresse weist zum Himmel. Der Schmerz wird weihevolle Traurigkeit, er wird Gebet. Ein stilles Sich-Verlieren wie ein Glockenton in die Luft. In einem der kleinen Häuschen auf dem Wege von San Michele will ich wohnen, für immer. Da will ich eingehen zum Frieden. Ich habe eine Langeweile stillgesessen.
Vor der geklärten Schönheit hier erfasst mich ein Staunen, ein schwermütiges Staunen darüber, dass die Menschen meinen, sie wären das Vornehmste alles Geschaffenen. Wie? Im Weltall ist ein winzig kleiner Stern, die Erde, eine Almosenempfängerin. Ihr Licht und ihre Wärme empfängt sie von anderen Planeten, und auf diesem Stern ein mikroskopisch kleines Wesen, der Mensch. Und in der Unermesslichkeit des Universums mit seinen unzählbaren Sonnen und Planeten gerade dieses Geschöpfchen, dasjenige, wohin alles Übrige zielt, dies die Krone der Schöpfung? Unwahrscheinlich. Verschwende die Erde und mit ihr der Mensch aus dem Weltkreis. Vielleicht würde das All nicht tiefer davon berührt als die Erde etwa von einem Erdbeben auf Sizilien. Erlischt aber die Sonne, so stürzen tote Sterne in ewige Nacht. Und wir hilflose Kreaturen, mit Augen, die weinen, mit Herzen, die brechen, mit Krankheit und Qual, wir, die wir einst nicht waren und einst nicht sein werden, wir, das Höchste, ich kann's nicht glauben. Welten muss es geben, wo keine Augen weinen, keine Herzen brechen, Wesen muss es geben ohne Jammer und Not, Wesen, die nicht Staub sind und die in sonniger Seligkeit ewig sind. Eine Seligkeit, wie wir sie in ekstatischen Momenten mit schauderndem Entzücken vorahnen. Was grüble ich nur darüber? Die Sterne sind so fern, so fern. Doch auf der Erde ist der Mensch der Gipfel der Schöpfung. Wirklich ist er es. Er ist mehr als all das Tausendschöne, das Wunderholde um mich her. Die Farbenglorie da oben, ist sie nicht ein Gedicht, groß und schön, wie kein Dichter es dichten kann? Was wir fühlen, und wäre es jauchzende Lust, ist sie jauchzender als hier all das Strahlen und Blühen und Duften? Während ich so dachte, fing ein Vögelchen an zu singen. Ich weiß nicht, was für ein Vogel es war, aber die Töne durchdrangen mich und rissen mir das Herz empor. Und der Vogel, glaubt man, hat, wenn er singt, nicht Gefühl und nicht Intelligenz, seine Kehle nur ein Instrument. Wer spielt es? Gott? Wer ist Gott? Die Schwingungen des Äthers, das Rauschen der Bäume, des Meeres, das Flüstern der Gräser, die Donner der Luft, nur ein mechanisches In- und Aneinanderklingen? Nicht doch vielleicht eine Sprache, eine beseelte, und wir verständen sie nur nicht. Ist sie nicht mit der Musik verwandt? Auch die ist wortlos und kann doch so tödlich süß sein, so hinreißend beredt, und sie kann uns erschüttern bis zur Vernichtung. Die menschliche Kreatur ist von allen Naturgebilden am lieblosesten organisiert. Selbst das erhabenste Denken hängt von einem Paar Gehirnfasern ab. Ein Faserchen reißt, der Denker ist ein Idiot. Zerreißen aber wilde Erschütterungen das Herz der Erde. Durchrasen Orkane die Lüfte, die Natur bleibt dieselbe. Sie heilt die Wunden, die sie schlägt, und blüht fort und fort, unzerstörbar, unzerstörbar. Aber im Hirn des Menschen entspringen die großen, weltbewegenden Ideen? Tun sie das? Oder empfängt sie etwa nur das Hirn in geheimnisvoller Befruchtung? Und das Zeugende nicht vielleicht mit Übersinn geschwängerte Ätherwellen? Geisterflüsterungen? Jenseitige Botschaften? Von wem? Von Gott? Wer ist Gott? Ohnmächtig sind wir. Sterne reißen sich los, immense Welten und schweifen als Kometen durch das All. Feuer bricht aus dem Schoß der Berge, Wasser aus dem Urgrund der Erde. Berge türmen sich auf Berge, Urkräfte, Riesenkräfte. Und ich ließ mich festhalten von Fesseln, dünn wie Spinnweben, in der Vorstellung, dass sie unzerreißbar wären. Eine Gefangene in einer Berliner Hinterstube. Ich musste lachen bei dieser Vorstellung, laut auflachen. Manchmal bin ich böse, dass ich so nüchtern gesund bin. Nur krankhafte Menschen sind hellsehend, fernsehend, weil das Gefängnis der Seele, der Leib,
durchschimmernd geworden, die fesselloser? Wäre ich hellsehend? Wenn ich etwas tief und geheimnisvoll Quellendes in mir fühle, warum werde ich mir dessen nicht klar bewusst, warum kann es nicht ans Licht? Ich weiß es, es ist etwas in mir, das mehr ist als ich. Etwas, das den Zusammenhang mit der Weltseele sucht, Zusammenhang mit dem flimmernd goldenen Duft da oben, Zusammenhang mit den Göttern da im rosigen Äther, Zusammenhang mit... Ach, es ist ja nicht wahr. Lüge, was ich da so vage zusammenfantasiert habe. Ich belüge mich selbst. Ich dränge nur so ins weite Große, weil ich mich vor der Enge der vier Sargbretter fürchte. Ich klammere mich an das Universum wie an einen Notanker. Es ist nicht wahr, dass ich mich still verlieren möchte wie ein Glockenton in die Luft. Nicht wahr, dass ich in Florenz bleiben will, in einem Häuschen auf dem Weg nach San Michele. Ich kehre nie hierher zurück, ich will ja weiter, weiter, immer weiter, bis ich die Weltseele, auch eine Phrase, vielleicht, wir wissen ja nichts, nur Funken, sie verglimmen, Asche. Seit 8 Tagen in Capri, ich atme nur Duft, so voll Güte ist die Natur. Ihre zärtliche Luft liebkost die faltige Wange wie die rosige. Von wildschöner Poesie diese Trümmer mit der üppig wuchernden Vegetation, eine entzückend liebliche Arbeit der Natur an dem morschen Verfallenen. Romantische, traumhaft verzauberte Plätze gibt's in Capri, wo nichts die Einsamkeit unterbricht als das leise Wehen des Windes in den blühenden Gesträuchen, so still ist's, dass oft der plötzliche Flug eines Vogels mich erschreckt. Unsagbar, unsagbar, das süße Pathos dieser leise tönenden Einsamkeit. Wohin ich mich wende, ich bin allein in einem Urwald wilder Blumen. Kein Stein, aus dem nicht Kräuter oder Blumen sprießen, und vor mir, neben mir, überall das Meer, das Blaue, ein zerfließendes Juwel an der Brust dieser Landschaft von lieblichster Wildheit, von zarter Grandiosität. In der Ruhe erscheint das Meer schöner als der blassere Himmel. Das sanft hinfließende des bläulichen Silbers ist von singendem Rhythmus, wie die Verse Homers. Selbst der Sturm ist hier lieblich. Die blauen Wellen mit den silbernen Köpfchen toben nur wie berauschte Nereiden. Ihr klagendes Grollen sind langgezogene Flötentöne. Sagenhaft rauschen sie an den Felsen auf. Nur die Seefalken schießen im Sturm über das tiefe Ultramarin des Wassers wie Verkündiger düster geheimnisvoller Botschaft. Ein Klingen, Sprechen, Klagen über den Wassern. Als lägen in seiner Tiefe die Welträtsel. Und dass man hier frei ist, frei wie der Vogel in der Luft, kein abgesperrter Weg, keine Bank, kein Wächter, kein Anschlag, keine Warnung für das Publikum. Man schläft nachts bei offenen Türen, Verbrecher und Diebe gibt's auf dieser seligen Insel nicht, wildwüchsig alles, zaubermärchenhaft. Neptun selbst scheint auf seinen Götterarmen diese Insel aus der Tiefe emporgetragen zu haben. Ist es Göttliches auch, das meine Seele hier emporträgt? Einmal, als ich noch klein war, sah ich in einem Berliner Schaufenster eine südliche Landschaft mit verwitterten Säulen, mit Zypressen und Palmen, und seitdem, wenn ich in die Stadt ging, machte ich immer einen Umweg, um zu dem Bilde zu kommen. So unwiderstehlich lockte es mich. Ist das nicht unerklärlich? Oder erklärte sich so, dass... Es kommt vor, dass Menschen, die ganz jung in fremde Länder ausgewandert sind, allmählich ihre Muttersprache vergessen und nach einem halben Jahrhundert vielleicht, wenn sie im Fieber oder im Sterben sind, finden sie sie wieder, die Sprache ihrer Heimat. Bin ich auch im Fieber oder im Sterben und finde ich sie hier wieder, meine Heimat? War ich nur verschlagen nach Berlin in die Philipp- und in die Stieglitzer Straße? Was sollte ich denn da? Agnes Schmidt, ja. Aber ich? Ich gehe auch gern durch die Gassen und Gässchen von Capri.
von fremdartigem Reiz sind sie. Jedes Häuschen hat seine Veranda und seine Pergola, die säulengeschmückte, und um die Säulen hängt die Rebe, die sich gar lieblich von der weißlichen Mauer abhebt. Wunderlich verzauberte Treppen. Sie führen nach oben in die leere Luft, sie führen hinunter in Höhlen, sie kreuzen, sie verschlingen sich, man sieht nicht, woher sie kommen, wohin sie gehen. Märchenhafte Winkel in den schmalen Gassen, ein schwärzliches Stück Mauer, davor ein Zitronenbaum, dahinter das Meer. Und Blumen, Blumen, Blumen in Scherben, Blumen in dunklen Gefäßen, sie wachsen aus den Mauern in tollem Geschlinge, sie klettern an schimmligem Gestein empor. Eine Straße aber gibt's, die nur ein langer, schmaler, überwölbter, steinerner Gang ist, so schmal, dass kaum zwei Menschen nebeneinander gehen können. Und dunkel ist's darin und übelriechend, Unrat in allen Ecken, und auf diese Gänge öffnen sich Zimmer, auch Läden, in denen Esswaren feilgeboten werden. Treppen führen empor auf Veranden oder zu Wohnräumen. Diese Mauergänge haben wie die Tunnels ab und zu Öffnungen, durch die das Meer blaut und köstliche Seebrise dringt, und in diesen Höhlen leben Menschen, zufriedene, glückliche, lustige Menschen, und sie sehen den ungeheuren Kontrast nicht zwischen ihrer ästhetischen Misere und der poesietrunkenen Pracht da draußen. Warum wundere ich mich darüber? Ich blieb ja auch zeitlebens in geistiger Misere, und ganz in meiner Nähe waren Bibliotheken voller Geistesschätze. Ein halb verwitterter Balkon in dieser düster steinernen Gasse ist ganz mit Sonnenblumen geschmückt. Zwischen den Blumen sehe ich oft ein rosiges Gesichtchen auf den Steingang hinausspähen. In einem offenen Hausflur näht ein blasses Mädchen an einem Kleid für die Jungfrau Maria. Die nackte, bemalte Holzfigur mit dem Kind im Arm steht vor ihr. Und Mutter und Kind tragen Kronen. Das blasse Mädchen aber hustet unaufhörlich, und nicht die Himmelskönigin und nicht das Jesuskind können ihr helfen und tragen doch Kronen. Aber sie helfen ihr doch in anderer Weise, durch den Glauben. Das kranke Mädchen wird in der freudigen Hoffnung sterben, jenseits zur Rechten der Mutter Gottes zu sitzen, weil sie ihr doch das schöne Kleid genäht hat. Die Holzfigur in ihrer Nacktheit ist kein Gegenstand für ihre Anbetung. Die Kleider muss sie tragen, die sie selbst ihr genäht. Dann erst ist sie die richtige Himmelskönigin. An den Kleidern für meinen Himmelskönig habe ich auch genäht und genäht. Und nun suche ich den Gott dazu, suche ihn. Oft wandle ich zwischen den Ruinen des Tiberius umher. An einer Stelle scheinen die Trümmer ein gartensteinerner Grabhügel, darauf Riesensträuße gelber Blumen. Gelb? Nein, Gold. Und nur diese eine Farbe, sinnverwirrend reizend. Blumen wie von der Sonne empfangen, im Äther geboren und überall rings um das Meer. Weithin führt ein schmaler Gang zwischen zwei zerbröckelten niedrigen Mauern. Der Fußboden uraltes römisches Mosaik. Auf den niedrigen Mauern eine Überfülle wilder Blumen. Sie brennen in rosiger Glut, sie flammen in Purpur, durchsummt und durchflattert von Bienen und Schmetterlingen. Die Blütenkelche auf beiden Seiten der Mauern berühren sich oben und bilden ein Dach von Blumen. Nie haben meine Lungen süßeren Duft geatmet, nie meine Augen liebreizenderes geschaut. Und hier hat Tiberius seine Opfer ins Meer gestürzt. Ist der Mensch wirklich so viel mehr als das Tier? Auch Tiberius? Er, das Raubtier, das Zerfleischte. Und die er zerfleischte, waren doch auch nur Lämmer. Sie ließen sich ja zerfleischen. Ein Rieseneidex, schillernd in smaragdgrünem Glanz, verfolgte einen Schmetterling. Er rettete sich in den Äther hinauf. Flügel! Ja, Flügel! Auch wir werden einst Flügel haben. Ob wirkliche, ob nur mechanisch entwickelte Kräfte gleich flügeln, wer weiß es. Menschen, schön und ergreifend wie die Insel, gibt es hier.
Ich habe den Mann gesehen, den ich hätte lieben müssen, wenn ich ihm in jungen Jahren begegnet wäre. Ein Mensch, den die Natur in einer Feierstunde geschaffen hat. Ich sehe ihn täglich. Als er zum ersten Mal über die Schwelle des Hotel Pagano trat, war er ganz in weißen Flanell gekleidet und trug eine Passionsblume im Knopfloch. Seine Züge sind mild und edel, seine blauen Augen tief, kristallenklar. Man glaubt, die Gedanken hindurch schimmern zu sehen. Er sitzt mir gegenüber bei Tisch. Er ist wie ein Psalm. Ich höre Harfenklänge, wenn er spricht. Er ist Arzt. Es fragte ihn jemand, warum er immer Passionsblumen im Knopfloch trüge. »Es blühen ja hier davon so viele«, antwortete er lächelnd. »Ich weiß es besser. Er trägt sie, weil, wie man sagt, in ihrem Kelch die Marterwerkzeuge Christi versinnbildlicht sind. Er trägt sie als eine Mahnung, eine Art Ordenskreuz. Ein Zeichen, dass er zu einer Gemeinde gehört, die still sich bildet. Tolstoi ist einer ihrer Ordensmeister. Er sagt es selbst. Sein Ideal ist nicht das des größten lebenden Philosophen, der Übermensch. Es ist der Mitmensch. Seine Religion ist Nächstenliebe. Neulich rühmte jemand die aufopfernde Sorgfalt, mit der er ein krankes Kind auf Capri pflegt. Er wehrte das Lob ab. Seine Nächstenliebe sei nur ein subtiler Egoismus. Niemand von uns, sagte er, wäre imstande zu essen, aus Scham, während ein Hungriger vor ihm stände. Mache denn das einen Unterschied, ob ein Einzelner vor uns oder Tausende und Abertausende hinter uns ständen, nur weil wir sie nicht sehen? Wir wissen es doch. Wie hätte ich ihn geliebt? Aber ich habe ihn ja geliebt. Ob im Traume, ob im geheimnisvollen inneren Schauen, ich weiß es nicht, ich habe ihn geliebt als Kind. Wenn ich verzückt in den Mond schaute, habe ich ihn geliebt. Wenn die Poesien, die ich in der Schule las, mich durchglühten, ich habe ihn geliebt. Später, wenn bei mechanischer Hausarbeit seltsame Schauer durch meine Nerven rieselten. Es ist eine alte Liebe, so alt, wie ich selber bin. Er war mir vorherbestimmt. Und nun gehören wir verschiedenen Generationen an. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Eva K. Abschnitt 8 von Werde, die du bist, von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wenn wir vom Tisch aufgestanden sind, eile ich, so schnell ich kann, auf die einsame Höhe meines Lieblingsfelsens. Unter mir auf dem Abhang Blumen und balsamische Kräuter, von allen Seiten das silberbläuliche Meer, das in der Sonne erglänzt und sich leise an dem Felsen bricht. In der Ferne die Inseln und Halbinseln des Golfs. Ich nehme den Hut ab, mein graues Haar weht im Winde. Ich stehe aufrecht, die Hände emporgestreckt, und ob ich Verse spreche, ob ich sie nur empfinde, ob ich sie selbst dichte, ob es die Poesien anderer sind, ich weiß es oft nicht. Ich pflücke ganze Hände voll wilder Blumen, und auf dem Wege lasse ich sie eine nach der anderen fallen. Er macht täglich denselben Weg, er wird über die Blumen schreiten. Man erzählt, als ein römischer Held und Kaiser Capri betrat, fing eine verdorrte Eiche wieder an zu grünen. So fängt auch, da er sich zeigt, mein Herz wieder an zu grünen und zu blühen. Wieder? Nein, es blüht und grünt zum ersten Mal. Graues Haar, Falten, Runzeln. Bin ich das? Nein, nein. Ich bin in mir, in mir. Ich stecke nur in einer fremden Haut. Seltsam, dass die Haut unser Schicksal ist. Wir haben ein glattes Gesicht, wir lieben einen Menschen, schön und gut. Es zeigen sich ein paar Falten in unserem Gesicht. Wir lieben einen Menschen, bedenklich. Wir haben viele Falten, wir lieben einen Menschen, lächerlich, verächtlich.
Oder liegt das Sonderbare darin, dass Herz, Geist und Haut nicht gleichmäßig eintrocknen? Sonderbar? Nicht vielleicht natürlich. Darum, weil etwas in uns ist, das nie welkt, nie stirbt, auch im Tode nicht? Kann ich dafür, dass Schätze der Liebe in meiner Brust ruhen, die nie gehoben wurden, und nun hat die Sonne, die seligste Schönheit, sie ans Licht gebracht? Eine Flut ist über mein Herz gekommen. Nicht die Liebe für den einen nur, die Liebe für alle, für alles, was so flammend berät, so voll Frühlingskraft mich überwältigt. Ich bin ja ein neuer Mensch, ich bin jung, ich habe noch nicht gelebt, ich muss ja jung sein. Ich habe die psychische Kraft, mich zu verwandeln, wie jene Medien, von denen ich gelesen, die, wenn sie den Geist eines Verstorbenen zitieren, in geheimnisvoller Suggestion Stimme und Gesichtsausdruck des Toten annehmen, so habe ich meine gestorbene Jugend zitiert. Sie ist da und meine Lippen lächeln mit dem Lächeln jungen Glücks. In meinen Augen ist das Licht der Jugend. Ich bin wahr und wahrhaftig 18 Jahre alt. Bräutlich ist mir. Nach Capri habe ich meine Hochzeitsreise gemacht, dem seligen Eiland, das ganz ein Festgemach ist für die Hochzeit zweier Seelen. Auf meinen einsamen Spaziergängen bin ich in eine Höhle geraten. Sie heißt Matromania. Wunderbar, diese Höhle, mit ihren gewaltigen Wölbungen und Steinblöcken. Innen ist sie tempelartig ausgebaut, ein Rest altrömischen Mauerwerks. Einige Stufen sind erkennbar, die zu einer Art Altar führen. Hier soll Tiberius dem Sonnengott einen Knaben geopfert haben. Durch eine ganz enge Öffnung blickt man hinaus auf das Meer. Herrlich wirkt es von hier. Und Tiberius sah diesen hinfließenden Strom herzzerschütternder Schönheit, und es bändigte ihn nicht, es rührte ihn nicht. Plötzlich fiel mir ein, wie, wenn hier ein kleiner Stein vom Gewölbe sich loslöste und zermalmte mich, oder er fiele vor die Öffnung und ich müsste qualvoll verhungern. Ja, auch die Natur kann böse sein, böse und grausam, und vielleicht war es das, was den Tiberius so böse, so teuflisch machte. Täglich sah er die verderbnisschwangeren Feuersäulen des Vesuvs emporlodern, er sah Jahr für Jahr, wie das süße blaue Meer und die herrliche Erde sich auftaten und in wilder Gier Lebendiges verschlangen. Hinter gleisnerischer Pracht, überall, überall sah er den Tod. Und das machte ihn wahnsinnig. Und er spie seine wollüstig tierische Grausamkeit der Natur wie einen Riesenhohn ins Antlitz. Ich bin stark wie du. Und bei seinen wilden Totentänzen weinte er Tränen von Feuer. Darum nennt man auch den feurigen Wein hier Tränen des Tiberius. Es war dämmerig geworden. Düster glühende Reflexe der untergegangenen Sonne fielen in das tiefe Dunkel der Höhle und färbten die leise herabsickernden Tropfen rot, rot wie Blut. Ein Schauer durchlief mich, meine Hände wurden eiskalt, und ich hatte die Halluzination, als fiele der Stein wirklich. Ich saß da, zitternd, ohne die Kraft, mich zu rühren. Auf dem Altar glaubte ich, eine goldene Schale zu sehen, davor ein Greis mit wallendem weißen Bart. Mit einem Stabe berührte er die Schale, eine weißliche Flamme loderte empor, und aus den Flammen entwickelte sich ein Wirrwarr traumartiger Wesen, wild fantastische Fratzen und holde Lichtgestalten in zartfarbigen Schleiern, auf dem wehenden goldenen Haar grüne Kränze. Dann waren es ernste, schöne Frauen, schwarz verhüllt, und durch all den bunten Nebel schwirrten feurige Schmetterlinge. Auf den Säulen des Altars saßen Eulen. Halb ein Hexensabbat, halb ein Feentraum. Durch den schwarzen Hintergrund der Höhle lief feuriges Zucken, ein jauchzendes Sprühen in allen Farben, blau, rot, grün. Und allmählich entwickelte sich aus dem Sprühen ein Regenbogen, ein strahlender, und er wölbte sich und schwoll, quer durch die Höhle eine Brücke bildend, die ins Freie führte.
und mit einem Male war der Regenbogen eine Schlange, eine glitzernd wunderschöne Riesenschlange, und auf die lebendige Brücke schwangen sich all die wirren Gestalten und drängten hinaus ins Freie. Und auch ich erklomm die Brücke. Da ringelte sich die Schlange um meinen Leib und presst mir die Brust zusammen, und die Schlange sprach: »Ich bin ja die Sünde des Tiberius. Ich bin die Brücke, die zur Hölle führt.« Der letzte Sonnenreflex war verglommen, die Halluzination verschwand. Ich stürzte hinaus aus der Höhle. Ich meine, man ist verantwortlich für seine Träume und Halluzinationen. Habe ich gefehlt? Womit? Der Mann mit der Passionsblume, ist er es? Ist es, weil ich ihn auch jetzt noch liebe, wenn auch in besonderer Weise mit einem süßen Frohlocken darüber, dass ich in einem Menschen den Gott gefunden? Solange ich allein bin, weiß ich, dass nichts in mir ist, was das Licht zu scheuen braucht. Sobald ich aber unter Menschen komme, sehe ich mit den Augen der anderen, denke ich mit den Gedanken der anderen, dann fühle ich mich eines lächerlichen Anachronismus schuldig und ich schäme mich. Sinnliche Liebe ist nur wie der Schaum auf einem Getränk. Wenn er verflogen ist, genießt man das Getränk umso reiner. Sinnliches Begehren hat oft mit der eigentlichen geistigen Individualität der Begehrenden nichts zu schaffen, und gemeinsam dabei ist Mann und Weib nur die Erregung des Blutes. Was für eine dunkle, sonderbare Vorstellung, dass die Liebe zur Erhaltung der menschlichen Gattung da sei, wie die Befriedigung des Hungers zur Erhaltung des Leibes. Die Erregung des Blutes ist wegen der Fortpflanzung da, aber nicht die Liebe, nicht die Liebe. Ich liebe ihn, nicht wie eine Mutter den Sohn, nicht wie eine Schwester den Bruder, nicht wie die Gattin den Gatten liebt. Freier, reiner ist, was ich empfinde, eine intime, begeisterte Genossenschaft, geboren aus der herztiefen Sehnsucht nach mehr Sein, nach einem mehr Erkennen, mehr Finden, Weiterschauen. Das zärtliche Ineinanderschmiegen von Stimmungen und Gedanken, ja, auch sie sind eine zarte Wollust, und die Küsse, die nicht auf die Lippen geküsst werden, sondern von Seele zu Seele, auch sie sind eine Ekstase, ein inbrünstiges Erschauern der feinsten Nervendrähte, Funken von der Weltseele abgesprüht. Was ich da von der Liebe geschrieben habe, ist das nicht öde Phantasterei und völlig unrealistisch? Für andere vielleicht, nicht für mich. Die meisten würden das Leben, das ich gelebt habe, durchaus realistisch nennen. Für mich war es nur ein blasses Traumbild. Das Alltagsleben, das sich so mechanisch abspielt, was wir essen, trinken und so daherreden, die physische Liebe, das alles erscheint mir schattenhaft, unwirklich. Unleugbar, unser Körper ist realistisch, aber nur unser Körper? Man sagt, der Mensch sei halb Tier, halb Engel. Liegt nur auf der Tierseite das Realistische? Und was wir innerlich leben, was wir in Halbvisionen schauen, was in der Tiefe unserer Brust singt und klingt, mit einem Wort, alles, was auf der Engelseite liegt, das wäre nicht realistisch. Aber es erfüllt mich, es ist mein Schmerz und meine Lust, meine Verzweiflung und mein Entzücken. Und die Liebe, die ich meine, ist ebenso realistisch wie die Umarmung der Leiber. Und dennoch, ich bin immer in Angst, man könnte hinter das Geheimnis meiner Jugend und meiner Liebe kommen. Er nicht, vor allem er nicht. Neulich kam er an der Stelle vorbei, wo ich saß. Er grüßte, blieb stehen, er wollte mich ansprechen. Ich gab mir ein verfallenes Aussehen und wandte mich ab. Würde er das Doppelwesen in mir verstehen? Und dass es nicht die alte Frau ist, die ihn liebt, sondern das junge Mädchen, das vor 35 Jahren 18 Jahre alt war. Nein, ich brauche mich nicht zu schämen. Die anderen müssen sich schämen, weil sie nur das verstehen, was alltäglich geschieht und was auf der Tierseite liegt, und weil sie nicht begreifen, dass es jedem Alter zukommt, das, was liebenswert ist, ins Herz zu schließen.
auch einer alten Frau? Der 70-jährige Goethe liebte ein junges Mädchen um ihrer Jugend und ihres Reizes willen, und Mit- und Nachwelt bewunderte darin goethische Gemütskraft. Empfindet aber eine alte Frau tief und stark für einen Mann um seiner Seelenschönheit willen, so ist sie erotisch wahnsinnig. Arme alte Frau, lass dich nicht, da du noch lebst, ins Totenreich schicken. Ich liebe dich, alte Frau, ich kenne deine geistigen Mühsale. Ich bin selber alt. Alt? Wirklich? Oder... Ich habe in meinen Kinderjahren eine Geschichte von Jean-Paul gelesen, von einem alten Menschen, der in einer Neujahrsnacht in marternder Reue über sein vergeudetes Leben verzweifelt, und da erwacht er. Es war nur ein Traum, er ist jung. Das Leben liegt vor ihm. Wenn ich nun auch bloß träumte, dass ich alt wäre, und ich erwachte und wäre jung und... Ach ja, ach ja. Ich habe ja wieder so oft das Gefühl des Schwebens, des Fliegens, wie in den Träumen meiner Kinderjahre. Gestern bin ich wieder zu den Ruinen des Tiberius emporgestiegen. Ich fand alles in Nebel gehüllt, Himmel und Meer eins. Lichtgrauer, undurchdringlicher Äther, nur ab und zu ein silbriges Glitzern, das gleich wieder verschwand. Die blühenden, farbigen Sträucher unten am Ufer schienen in dem traumhaften Äthermeer zu schwimmen. Säuselndes Tönen über dem Abgrund. Als allmählich der Nebel wich, erschimmerten die Felsen in mystischem Glanz, in goldigem Grün, dunklem Purpur, welkem Braun. Hier und da ein Sonnenreflex. Schaum spritzte auf. Als ich lange hinuntersah in die quirlenden Wasser, schienen sie Form und Gestalt anzunehmen. Der brandende Schaum wurde zu weißen Leibern, aus den Lichtstrahlen entwickelte sich goldenes Haar, die Sirenen, und sie winken und sie locken. Eine heiße Wehmut machte mich weinen. Zu spät begreife ich, wie schön die Welt ist, wie schön! Nun erglänzt das Meer, nun blüht diese wilde Myrte nur einen kurzen Augenblick für mich, ein Blitz, der in die Finsternis zuckt, dann Nacht. Weiche, schmerzlich dürstende Melancholie hüllt mich ein, wie die höchste Schönheit sie erregt, die über unser Herz und über unseren Kopf hinauswächst und die inbrünstig zu umklammern unser Organismus zu dürftig ist. Zu schön, zu schön, zu weich und süß und schwelgerisch. Hierher hätte ich nicht kommen sollen. Florenz hatte mir Ruhe und Resignation gegeben, die Nordsee mir Kopf und Nerven gekräftigt. Hier aber ist alles schmachtend schmeichelnde Liebkosung, nur Blühen und Duften und Träumen, die Insel der Sirenen. Was war das? Er hat mir einen Myrtenstrauß zugeworfen. Ich sah ihn wohl, also doch ein Traum, dass ich alt bin? Ich habe mir aus der Myrte einen Kranz gewunden, und den Kranz habe ich mir aufs Haupt gesetzt. Er war hinter mir fortgegangen, und doch sah ich ihn, als ginge er vor mir her, und je weiter er sich entfernte, ich sah ihn immer gleich nah. Ich sah ihn in die kleinen Mauergänge einbiegen, die zum Hotel führen. Eine junge Kapresin kam ihm entgegen. Wie schön und anmutig sie war. Er blieb stehen. Ich griff nach dem Myrtenkranz, er fiel zu Boden. Nun war er mir entschwunden. Beim Nachhausegehen fürchtete ich mich vor dem Wasserspiegel, vor meinem Bild darin. Ich wollte die Illusion nicht verlieren. Die Illusion? Aber er warf mir doch die Myrte in den Schoß. O, du liebster Mensch, du Bester, du weißt's, erwecke mich. Der Geist des Tiberius geht um. Er hat gelogen. Sein Antlitz lügt. Die Passionsblume, die er trägt, ist eine Lüge. Ich habe sie ihm von der Brust gerissen.
Der Duft von Capri, der berauschende, ist Gift. Das blaue Meer, ja, eine Riesenschlange, eine glitzernde, gleißende. Sirenen, meine Liebe, Irrsinn. Ich will sie ertränken, ertränken im Meer, tief im Meer, bis sie tot ist, tot. Der Geist des Tiber. Ich habe es nicht getan. Wozu so viel Lärm machen? Es ist ja sowieso zu Ende. Ruhe, Ruhe, alte Frau. Ich war ein paar Tage zu zweien, nun bin ich wieder allein. Einsamkeit, das Leichentuch der Überflüssigen. Der Mensch im Sarge, der den Deckel hebt, ein wenig hebt. Das ist das Bild unseres ganzen Seins. Der Leib, der Sarg. Das brennende Verlangen, hinaus, hinauf, das ist die Kraft, die heben will, will und nicht kann. In Capri wäre ich? Nein, in einer Wüste. Meine Lippen brennen, mein Blut brennt, Durst, Durst. Ich habe von dem Wein getrunken, von den Tränen des Tiberius habe ich getrunken. Ich bin jammerberauscht, berauscht. Nur Ruhe, Ruhe. Fort von hier. Wohin? Gleichviel, was habe ich ihm getan? Eisige Schauer, eisige Schauer. Und das Hämmern da im Kopf. Dumpf, dumpf und stark. Was soll zerspringen? Das arme Weib, das arme Weib. Miserables Geschlecht. Du hast nicht daran gedacht. Eine alte Frau mit Tränen der Begeisterung im Auge. Sappho aus den fliegenden Blättern. Eine alte Frau mit einem Herzen, das klopft, mit einem Hirn, das denkt. Großmutter Psyche. Psyche, sagte er. Er weiß also, weiß, welcher Art ich bin. Und doch, doch, auch er, er. So weise, so gütig, so fein, auch er. Kann er nicht über den Gedankenkreis seines Zeitalters hinaus? Wer kann es denn? Es ist nicht mein Zeitalter. Nicht meins. Ich hasse es. Hasse es, das elende Zeitalter. Mein Kopf, mein armer Kopf, am Fuß der Säule der Blutbesprenkelten liegt er da? Oder unter dem Wasser, über das die Schwäne ziehen? Warum haben sie mir das Herz gelassen, das Herz? Es muß auch heraus, das Zuckende, Blutende. Warum mußte ich leben, wie ich... Schrieb ich das nicht schon einmal? Und von den ehernen Gesetzestafeln, die... Und von dem Sarg, und... Man soll sie zerschmett... Zermett... Mein Gott, wie schreibt man das Wort... Wie schreibt man? Der Deckel. Haltet. Haltet. Er. Ich. Ja. Asche. Hier endete das Tagebuch. Dr. Behrend fand darin nicht, was er zu finden gehofft hatte, psychologisches Material für die Entstehung von Geisteskrankheiten. Doch war er von tiefmenschlicher Rührung ergriffen, als er jetzt ans Bett der Sterbenden trat. Sie saß aufrecht, ihr Antlitz war schmal wie ein Schatten. Sie trug noch den welken Myrtenkranz. Die spitzen Stängel hatten sich in ihr Haar verwickelt. Man hatte versucht, den Kranz zu entfernen und sie dabei geritzt. Ein Tropfen Blutes rann ihr über die Stirn. Mechanisch zerpflückte sie die Passionsblume, die auf der Decke lag. Ihre todentzückten Blicke hingen an dem Feuerball der untergehenden Sonne. Als sie jetzt mit einer Stimme, die verhallenden Harfenklängen glich, den Arzt anredete, spielte ein zartes Lächeln um ihre Lippen. »Eine Greisin, die an Geburtswehen stirbt. Ob im Tode mein Ich geboren wird?« Ob ich im Jenseits werde, die ich bin? Und nach einer Pause hob sie noch einmal zu reden an. Jetzt schien ihre Stimme aus weiter Ferne zu kommen.
Ich höre das Schwanenlied, das die Sonne singt, Morgenröte. Mit dem Ausdruck seligen Lauschens sank ihr Kopf leicht wie ein Hauch in die Kissen zurück. Ohne Alter, ohne Geschlecht war dieses sterbende Antlitz, in dem Tod und Schönheit sich vermählten. Die mächtig glanzvollen Augen, von dunklen Schatten umgeben, schienen durch Himmel und Erde hindurch ewige Zeiten und unendliche Räume zu durchmessen. Sie schienen zu sehen und zu verstehen, was im Diesseits nicht gesehen und verstanden wird. In ihrem Licht war ein Vergehen und Werden, ein Absterben und ein neues Leben, eine unermeßliche Traurigkeit und ein begeistertes Schauen voll erhabenen Staunens. Höher und höher stiegen die Augensterne, bis sie allmählich hinter den breiten Augenlidern verschwanden. Ein Marmorbild von reiner Schönheit lag sie da im Tode, mit dem Blutstropfen auf der Stirn, auf dem Haupt die dornige Myrte. Ende von Abschnitt 8. Ende von Werde, die du bist, von Hedwig Dohm. Gelesen von Eva K.